Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Jawohl, so. Wir haben die Aufträge erhalten, jemanden zu töten. Wo ich auch gerne nachgehen würde. Lurbuk, da müssen wir nach Murchtal rein, da waren wir noch gar nicht. Und der Ork, der ist hier. Ja, der ist schon gar nicht mehr so weit weg. Ja, dann machen wir uns da mal auf den Weg. Dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Bam, bam. Ach, ich mag die Melodie. Die ist einfach schön. Schön stimmig. Generell das gesamte Spiel ist so schön stimmig. Bam, bam, bi, bu, bi. Machen wir mal einen Wegpunkt. Dass wir ungefähr die Richtung wissen, wo wir hin müssen. Nicht, dass wir uns wieder irgendwie verlaufen. Wobei die wahrscheinlich auf der ja, fast gleichen Höhe sind. Schauen wir mal, ob doch irgendwelche Sachen auf uns zukommen. War ja klar, ich habe doch damit gerechnet. Dass das wieder irgendwas behindert ist. Da, weg mit euch. Die kriegen Frostspinnen. Ich brauche keine. So. Dann gucken wir mal, ob da jetzt wirklich nochmal irgendwelche anderen Viecher auf uns zukommen. Ich rechne ja mit einem Drachenangriff irgendwie. Aha, wir sind schon gleich da. Anscheinend. Wo wir den Ork töten müssen. So. Abgesperrt ist schon mal ein gutes Zeichen. Ihr habt ja nichts zu suchen. Ach, das ist der Vampir. Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut jetzt ab! Wachen! Ein Eindringling! Ihr habt ja nichts zu suchen. Ja, der war ja überhaupt keine Herausforderung. Aber also gar nicht. Alter, rohes Fleisch. Ja, das war klar, dass es sowas ist. Es ist ein Vampir, der wird wahrscheinlich nicht viel da haben. Ich hätte gedacht, dass es der Ork ist und nicht der Vampir. Also ist der Ork die Herausforderung und nicht der Vampir. Hat man nämlich an den roten Augen gesehen, dass er ein Vampir war. Wo man jetzt nicht mehr sieht, weil er die Augen zu hat. Das ist voll arm, ey. Jetzt habe ich mir schon Wunder erhofft, was das jetzt für ein Gegner ist. Und dabei... Das ist voll der Lowbob. Kann ich jetzt eigentlich schon meine Waffen verbessern? Nee. Geht noch nicht besser. Okay. Ja, ich glaube, so ist es besser. Dorthin zu kommen. Um diesen Auftrag dann zu vollenden. Ist mir eh recht schnell unterwegs, sagen wir es mal so. Ja. Auftrag bekommen. Zack, bumm. Ersten schon erledigt. Zweiten beginnen wir jetzt dann gleich. Aber warum habe ich da immer noch zwei Türen? Dinge? Wahrscheinlich, weil ich den einen abgeben muss. Ja, genau. Okay. Okay. Hallo, Elch.
Hört sich noch Schwingen an. Das hört sich auch noch ein Drachen an. Ich hab's doch gewusst. Ja, kommst du jetzt runter oder kommst du nicht runter? Super, dann habe ich wieder nicht hier drinnen. Favoriten. Der will einfach nicht. Komm doch hierher. Du Kackdrache. Jetzt schlägt er wieder einen Haken, ey. Ich krieg so das Kotzen. Will dich treffen. Will dich treffen. Ja, dann lass es, meine Güte. Wenn du nicht kämpfen willst. Voll der Feiglingsdrache, ey. Hatte Angst, dass ich ihn weggenken würde. Hallo, ich, hallo. So, dann sind wir in der Stadt. Somit haben wir alle Hauptstädte entdeckt. Angeblich reicht es, von einem Vampir auch nur gekratzt zu werden. Nein, mit Fackel wollte ich eigentlich nicht. Um sich in einen zu verwandeln. Oblick. Na, oh, lieber mit dem Bogen. So, und Auftrag erledigt. So einfach ganz geht. Wie gemein, so voll aus dem Schatten einfach mal so ein schöner Pfeil voll in den Rücken gepämst. Eigentlich voll mies. Voll mies. Kommt irgendwer durch die Tür geschlichen und dann so, putz, weg. Auf das Skelettwesen da, um seine Verbundenheit mit dem Tod zu symbolisieren. Okay. Also soll das quasi ein Gott darstellen. Sehr cool. Wie schon gesagt, ich finde die Glasscheibe da, die wo da drin ist, echt richtig, richtig geil. Die finde ich echt richtig nice. Gut. Wir müssen reden. Ah ja, jetzt auf einmal. Ist die Zeit gekommen, werde ich nun die Mutter der Nacht dienen? Hör zu. Irgendetwas geht hier vor sich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber wir müssen es herausfinden.
Wenn die Mutter der Nacht euch tatsächlich den Befehl gab, mit einer Kontaktperson zu reden, wären wir verrückt, das zu ignorieren. Ich denke, wir sind uns beide einig, dass Cicero bereits genug Wahnsinn über die Zuflucht gebracht hat. Also geht. Geht nach Volonruth. Es handelt sich um eine Krypta, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Mautier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Alles klar. Mach ich. Aber davor gebe ich erstmal meine Aufträge natürlich ab. Wir wollen natürlich ein bisschen Gold dafür haben, wenn ich schon irgendwelche Leute töte. Es muss sich ja lohnen. Nicht wahr? Hier rum. Und so. Bruder? Da. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampiris eingefangen habt, lasst euch bitte behandeln. Sonst endet ihr noch wie unsere Babette. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Oh ja, Lurbuk ist tot. Wunderbar. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Bei all der Singerei und all dem Frohsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. So. Auf geht's. Alles klar, dann haben wir das auch schön erledigt. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 15% gesteigert. Iris Ring, ah ja. Ich kann aber nichts entzaubern, ey. Das ist so schlimm. Also kann ich quasi die Ausrüstung, die wo ich habe, kann ich auch verticken. Sprecht mit Babette, wenn ihr Auskunft über Zaubertränke braucht. Das ist das unheimliche kleine Mädchen. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Das Viech einfach töten. Denkt daran. Ein Attentäter! Bietet euch für den Schatten! Hier drüben! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nur weil ich die Spinne da getötet habe, was geht da ab? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay. Der Auftrag. Der ist wo? Da oben, oh Gott. Okay. Dann reisen wir da mal hin und dann werden wir mal gucken, was da Sache ist. Ah ja. Und da sind auch schon wieder Banditen. Die hatten wir doch eigentlich mal alle ausgeschaltet. Das finde ich nicht gut, dass da schon wieder welche sind, wenn ich ehrlich bin. Muss da wahrscheinlich eh nur oben gehen, so wie es ausschaut. Doch nicht. Doch, wahrscheinlich ja. Sind die blind? Die sind doch sowas von blind. Die rennen genau vor denen herum und die sehen mich nicht. Oh oh. Was?
mich auch verlaufen. Hier geht's nämlich nicht weiter. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppichkätzchen. Ah, das glaube ich dir irgendwie nicht so ganz. Wenn ich euch erwische, seid ihr tot. Wenn's du mich erwischt. Dazu müsstest du mich erstmal erwischen. Ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken. Ja, das geht irgendwie schon. Keine Spur von ihnen. Da kommt's. Alter. Alter, macht der Schaden. Alter. Schwede. Kurz ein bisschen hochheilen. Alter. Boah. Ihr seid so gut wie tot. Ja, das stimmt. Ah, muss ich dir mal ausnahmsweise recht geben. Das war aufregend. Spinnenei. Eichenhaut, cool. Warum nicht? Öffnenpfeil. Chica. Öffnenpfeil. Öffnenpfeil. Oh, das war also gerade ein Kampf. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, Spitzhacke wollte ich nicht ausrüsten. Der erste ist schon auf 22. Nicht schlecht. War nicht mal schlecht. Ah, das sind Würmchen, okay. Da habe ich gedacht, da steht jetzt einer mit einer Fackel oder weil war es doch bloß ein Würmchen. Ach, ich bin doch ein Depp. Warum renne ich jetzt weg? Da oben war doch noch eine dicke Truhe drin.
was die Banditen hier beschützt haben. Vielleicht ist da ein schöner Schatz drin. Ja, ja. Mal gucken. Er ist beinahe vergessen. Was für ein Dieb wäre ich denn, wenn ich sowas vergessen würde? Eisenbahn, die nehmen wir natürlich auch mit. Warum denn auch nicht? Irgendwie den Eingang verpasst? Hier. Getruhe. Was haben wir denn da? Oh, Eisen, Vulkanglasbogen. Hallo. Blitzresistenz. Ist das schön, aber auch schwer. Notizen der Mondschmiede. Echte Rüstung schmieden. Nein, nehmen wir einfach mal mit. So, einmal den Mondstreitkolben. Ja, komm, nehmen wir auch noch mit. Nehmen wir jetzt einfach auch noch mal mit. Ah, hat sich zumindest schon ein bisschen rendiert. Muss man doch sagen. So. Aber jetzt machen wir uns wirklich mal auf den Weg für unser Questziel. Oder besser gesagt, zu unserem Questziel. Weil das müssen wir ja schließlich noch erledigen. Von irgendwas verfolgt. Ja. Du. Ich. Töte. Ich. Und schwarz. Ha. Gut. Gut, 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 gut. Ah, unser Einhorn-Skill, der wird zumindest jetzt endlich mal ein bisschen. So dass man ihn halt auch gebrauchen kann. Oh, eine Truhe. Am Wegesrand. Schwarzer Seelenstein. Oh. Okay. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ah, noch eine Truhe. Trich Gold, Machika, die nehmen wir nicht mit. Noch Wollruntral. Oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Oder wie sie es jetzt auch immer geschimpft hat. Gut. Erste ist es eine Notiz. So. Zeremoniewaffe. Finde die Zeremoniewaffe. Ah ja. Ich glaube, das wird etwas länger dauern. Hab ich so die Befürchtung. Es sind noch viel zu viele Wege offen. Auge. Okay. Tote Auge. Ja, das biegt ja nächstes nehmen wir mit. Das Nordschwert braucht keiner, aber das Gold nehmen wir natürlich mit. Bei den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Die Mutter der Nacht hat eure Gebete erhört, Mutieri. Ja, so scheint es. Nun, ich will eure Zeit nicht vergeuden. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere.
Ich wage zu behaupten, dass die Aufgabe, die ich vor euch habe, von größerer Bedeutung ist als alles andere, womit eure Organisation seit, Jahrhunderten zu tun hatte. Spricht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten. Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind. Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Das Führerkommen und Gehen für mich zählt nur das Geschäft. Ihr wollt, dass wir den Kaiser töten von Tamriel? So ist es. Was ich da verlange, ist natürlich keine Kleinigkeit. Doch ihr repräsentiert die dunkle Bruderschaft. Das ist es doch, was ihr tut. Oder nicht? Ihr müsst das verstehen. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Es ist, als stünden selbst die Sterne endlich richtig. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, nehmt. Überbringt sie eurem, Vorgesetzten. Rexus, die Gegenstände! Hier. Hier. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Das Amulett ist recht kostbar. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, ich durchsuche jetzt erstmal diese Truhe. Und... Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wer seid ihr, Motire? Wer seid ihr wirklich? Ich habe das schwarze Sakrament vollzogen und euch kontaktiert, weil ich dachte, ihr könntet Diskretion garantieren. Ist dem nicht mehr so? Warum, weshalb den Kaiser ermorden? Im 41. Jahr der dritten Ära wurde Kaiser Pelagius VII im Tempel des Einen in der Kaiserstadt ermordet. Von einem Assassinen der dunklen Bruderschaft niedergemetzelt. Seine Ermordung läutete einen, sagen wir mal, notwendigen Wandel in der kaiserlichen Politik ein. Es gibt heutzutage solche, die sich einen ähnlichen Wandel wünschen. Es tut mir leid, aber mehr darf ich euch momentan nicht sagen. Wir finden eine beträchtliche Wiedergutmachung. Könnt ihr den Preis bezahlen? Oh, mein verstohlenes Freundchen. Sobald Kaiser Titus Mede der zweite Tod da niederliegt, bekommt ihr euer Gold. Unmengen an Gold. Und noch einiges mehr. Es heißt, dass die dunkle Bruderschaft seit einigen Jahren immer mehr an Einfluss verliert. Dass ihr nicht mehr über die Macht, das Vermögen und den Respekt vergangener Tage gebietet. Ist es nicht so? Wenn ihr das tut... Wenn ihr den Kaiser tötet, oh, wie euch die Massen dann fürchten und respektieren werden. Könnt ihr euren Dienern vertrauen, dass er dieses Geheimnis für sich behält? Oh, Rexus ist kein bloßer Diener. Er arbeitet schon bei der Familie Mutier, seit ich klein war. Diesem Mann würde ich mein Leben anvertrauen. Alles klar. Ihr müsst diese Gegenstände eurem Vorgesetzten überbringen und ich... Aber wir haben hier, glaube ich, auch noch einen Auftrag zu erledigen. Und zwar müssen wir eine Zeremonie durchfinden. Wolfert. Borgschild. Da fehlt der notwendige Gegenstand. Schwert und eine Axt fehlt da. Brauche ich da ein Nordschwert und eine Nordaxt? Kann das sein? Das sind jetzt so
die Gegenstände, die wohl theoretisch von den Aussparungen her da reinpassen könnte. Aber wie soll ich die da reinkriegen? Sind das nicht die Gegenstände? Ach nö. Sind da wieder zigtausende von denen? Wo auch noch dazu ultra blind sind. Was aber unser Vorteil ist. So. Magie. Illusion. Elsin. Ach ja, das habe ich ja noch im Inventar. Ja. Zauberbuch, Eichenhaut. Magie. Illusion. Nein. Veränderungen. Genau, Eichenhaut. Alter, machen die Schaden. Weiß nicht mal warum. War knapp. Du lebst. Aber nicht mehr. So. Okay. Ein Drachenschrein. Also das ist ein Drachensymbol zumindest. Zeremonieschwert. Ah, wie geil, wie dumm die einfach sind. Ah, so schön. Das heißt aber, ich kann die normalen, also das alte Nordschwert kann ich dann wegschmeißen. Das kann ich auch rausschmeißen, die brauche ich dann nicht. Baue ich mir wieder was. Alter, die kriegen keinen Schaden. Machen aber so einen derben. Das ist utopisch. Zaubertrank der Gesundheit. So, jetzt brauche ich nochmal einen Zaubertrank für Ausdauer. Damit ich weiter doppelt angriffen kann. Jawohl. Oh. Wahnsinn. Was die aushalten. Heftig.
Also ohne die Schleichangriffe ist es echt schon böse. Wo ist diese Kackwaffe? Dieser Fall wird irgendwo weiter rechts. Nee, hier geht's ja noch nicht weiter. Hier vielleicht? Ja, du liebst auf alle Fälle. Aber nicht mehr. Da? Haben wir noch einen, der wohl lebt? Da? Oder gelebt hatte? So. Guten Tag. Auf Wiedersehen. So viel aus. Ich putte ein Schild weg. Alter. Komm, steh auf. Bitte, was? 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 Ach nö, alles von Anfang. Ach nö. Ach nö. Okay Leute, dann würde ich sagen, ich mache jetzt auf alle Fälle Stopp hier. Werde das alles dann mal nachspielen, soweit. Bis ich dann diese zweite Waffe habe. Ich war ja schon in den Raum. Und dann sehen wir uns dann wieder hier. Bis dahin, haut raus und bye bye.